Das war cringe. Nach unglaublich genau einem Jahr, 365 Tage, ist es endlich soweit. Ich reagiere wieder auf Shorts. Und diesmal, Freunde, wird's ganz besonders. Denn, Freunde, heute reagiere ich auf meine ältesten Shorts. Und ganz am Ende zeige ich euch sogar ein gelöschtes Video von mir, das dann nochmal richtig spannend wird. Also gehen wir direkt in mein erstes Video rein, Freunde. Es wird cringe. Okay, Freunde, hier ist direkt mein erstes Video, das ich ungefähr vor 3 Jahren, glaube ich, hochgeladen habe. Wir gehen direkt mal rein, Alter. Moin, Freunde. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ja, ich stelle mich einfach mal vor, ich bin der Tordi. Hauptberuflich sammle ich Pfandflaschen unter meinem Schreibtisch. Manchmal gehe ich auch zur Schule. Ich bin 16 Jahre alt und auch 16 Zentimeter. 16 ist krass, also 16 ist wirklich heftig. Ich bin mittlerweile 19, es ist wirklich 3 Jahre her, ich kann zählen, das ist crazy. Da habe ich mit Shorts angefangen, das ist irgendwie richtig verrückt, das wieder zu sehen. Groß, warte, nee. Und meine Freunde beschreiben mich als sehr, sehr hässlich. Geile Freunde. Warte, wart nicht ihr, meine Freunde? Und als ich durch TikTok wie ich da rede, so komplett demotiviert, Alter, als wäre ich gerade aufgestanden. Scrollt bin, da sehe ich die ganze Zeit diese Fragen und Antworten. Und ich habe mir gedacht, lasst doch mal sowas auch machen. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt gerne mal was in die Kommentare. Und das ist der größte Fail der EU-Weltgeschichte, Alter. Das auf den Dislike-Button. Also, was habe ich da mal gemacht, Alter, dass es auf ein Dislike-Ding geht, Alter? Schreibt mal was in die Kommentare und ich versuche darauf einzugehen. Und bitte schreibt nicht sowas rein wie, ich mag Züge. Jeder mag Züge. Das war der größte Fehler, den ich damals begonnen habe. Es war wirklich, alles war voll mit ich mag Züge. Das ist so schrecklich gewesen damals. Alter, nur noch alle Kommentare, die Hälfte der Kommentare, ich mag Züge. Direkt in die Kommentare schauen. Und so wurde eine Legende geboren. Das ist das erste Mal, dass ich ein nettes Kommentar bekomme. Hä, wie nett. Oh, das wird geherzt. Ja, ich mag Züge, da sieht man es schon. 700 Likes. Ich meine, damals war ich ja noch in der Schule. Das war noch während Corona. Es ist wirklich verrückt, was sich da alles getan hat mittlerweile. Und hat sich meine Stimme verändert? Schon ein bisschen, oder? Darf ich das Video beenden? Nee, du darfst es aber anfangen. Deine Stimme hört sich an wie Concrafter. Hä? Concrafter? Alles klar, Digga. Kannst du mal ja, ja, ja sagen? Nein, nein, nein. Wenn man Google, böse Katze. Also ich kann dir da leider keine Antwort drauf geben. Ich bin weiß. Bist du sicher? Nein. Jungs, was geht mit euch ab, Alter? Ich mag Züge. Das ist krass. Das ist auch lustig, dass ich damals tatsächlich nur TikTok-Kommentare benutzt habe. Damals war ich nämlich auf YouTube Shorts richtig klein eigentlich. Und es kam erst irgendwie nach 10 Shorts oder sowas, dass ich plötzlich richtig krass Aufrufe bekommen habe. Aber damals, als ich die Videos noch gemacht habe, waren nur TikTok-Kommentare. Weil es wirklich nur TikTok-Kommentare gab für mich. Ihr habt mir Fragen in die Kommentare geschickt und ich antworte jetzt darauf. Mein bevor irgendwas gesagt wird, Digga. 157.000 Likes. Das ist eine Like-Anzahl, die sehr, sehr viel ist. Die Zahl ist sehr, sehr hoch, Freunde. Das ist wirklich verrückt. Mein Bruder ist Einzelkind. Boah, warte. Diese Kommentare. Mein Fisch ist ertrunken. Das ist crazy. Ach, Leute. Wir können ja später über die Sinnlosigkeit des Kommentars reden, aber habt ihr mal auch früher komischen Schnitzel in unserer gegessen? Darf ich endlich aus deinem Keller? Nein, du schneidest noch meine nächsten Videos zusammen sauer, und dann sauer. Kommst du erst raus. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Mein Hund hat gerade meinen Kaktus gegessen. Was soll ich machen? Ich glaube, dein Hund weiß schon Bescheid, was er da gemacht hat. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich mag Autos. Bro. Nein. Das ist so krass irgendwie, dass ich die Sachen von damals auch, die Map damals habe ich nicht selber gebaut, mittlerweile baue ich die Map selber. Die Map habe ich immer runtergeladen und dann rumgesprungen. Ich frage mich da echt, was die Leute teilweise in die Kommentare geschrieben haben. Voll gute Fragen. Die Fragen waren wirklich teilweise echt nicht krass. Wenn ich in die nächste Folge komme, muchas gracias. Feier deine YouTube-Videos. Ich feier auch jeden, der auf. Ihr seht noch immer, ne? Nur TikTok-Kommentare bis jetzt. Auf diesen Button drückt und dann und einmal auf TikTok abonniert. Sogar meine Klasse gibt mir 10 Euro, wenn ich ins Video komme. Dann gibt mir aber bitte die Hälfte ab. Danke. Darf ich in den Keller? Immer rein in die gute Stube. Darf ich aus dem Keller? Hey, bist du nicht gerade erst reingegangen? Die Keller-Jokes waren noch viel schlimmer als die Ich mag Züge-Jokes. Das war richtig krass. Keller-Jokes verfolgen mich ja auch bis heute. Ich weiß nicht wieso, warum die Leute die plötzlich so lustig fanden. Ich fand die eigentlich gar nicht so lustig, aber gut, ich beschwere mich mal nicht. Oh, das erste Kommentar hier, by the way. Das ist einfach mein Cousin. Servus, servus, servus. Ihr habt mir extrem spannende Kommentare geschrieben und ich schaue mir die heute an. Spannend, Massi fragt, dein Keller ist staubig, darf ich raus? Das ist schon die erste extrem spannende Frage, die ich hier sehe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob er raus darf. Du bist doch der mit dem YouTube-Account. Genau, der bin ich. Ich habe nämlich mal alle Minecraft-Sounds in Paluten. Ich habe ein YouTube-Video hochgeladen und er sagt, ich bin doch der mit dem YouTube-Account. Sounds umgeändert und Paluten hat sich das angeschaut. Ich fresse meinen PlayStation-Controller, wenn ich in dieses Video komme. Ey, bitte schick es mir, ich will es unbedingt sehen. Schreibt gerne auch mal einen Kommentar, falls ihr ins Video kommen wollt. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen. Ich finde,
verrückt, dass es so geklappt hat damals. Weil ich würde mir so ein Content heute echt nicht mal anschauen. Ich war heute beim Friseur und ach du Scheiße. Jedes Mal, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, finde ich mich total hässlich. So wie Revi. Und ganz ehrlich, das ist doch bei jedem so. Jeder sagt immer, nachdem er beim Friseur war, Bruder, ich weiß, es sieht hässlich aus. Es geht nicht anders. Und jedes Mal, finde ich, sieht es schön aus. Warum ist es bei allen anderen schön, außer bei mir? Und bei den Friseuren sagt man dann immer noch, ja, das sieht gut aus. Danke, danke, ja. Doch, gut, ja. Wenn ihr das kennt, schreibt... Das fühle ich. Also, oh, natürlich ist es ja auch mein Video, meine Güte. Natürlich fühle ich das, was ich vor 2 Jahren gesagt habe. Das Lustige ist, ich kann mich noch immer sehr gut dran erinnern, wann ich welches Video aufgenommen habe. Und hier habe ich zum Beispiel mal versucht, dann mal was Neues zu machen. Hat nur so semi funktioniert, wie man hier sieht. Ich sehe wirklich immer ziemlich hässlich aus, wenn ich zum Friseur gehe. Spielst du Fortnite? Nein, tatsächlich spiele ich kein Fortnite. Wie viele Follower willst du mal haben? Ja, ich glaube so 10.000 wäre... 10.000 wahrscheinlich. Schön. Wie groß bist du wirklich? Ich bin tatsächlich 1,90. Und das ist gelogen. Das ist richtig krass gelogen. Ich war damals nicht 1,90. Ich bin mittlerweile 1,90. Es steht sogar auf meinem Ausweis. Den will ich jetzt aber nicht leaken. Aber damals war ich ganz sicher nicht 1,90. Leute, es ist echt nicht lustig, wenn man in tiefe Häuser muss. Wie klärt man Omas? Mit dem Profilbild auf jeden Fall nicht. War vor den 10.000 Followern da. Herzlichen Glückwunsch. Falls ihr auch vor den ersten 10.000 Followern da sein wollt, dann einfach mal followen, lol. Was ist dein Lieblingsanime, wenn du überhaupt Anime guckst? Ich schaue tatsächlich kein Anime, aber bei 5.000 Likes schaue ich ein Anime eurer Wahl, die ihr in die Kommentare geschrieben habt, an. Das hat was ausgelöst, Alter. Die Leute haben so viele Animes reingeschrieben. Naruto als Anime, ganz viele Sachen. Dieses Short war auch, glaube ich, das erste Video, das bei TikTok richtig krass abgegangen ist, wo ich das erste Mal über 100.000 Aufrufe hatte. Wegen diesen Anime. Der hört sich an wie Bassi GAG. Das liegt vielleicht daran, dass ich sein Sohn bin. Hast du mal in Minecraft gecheatet? Nächste Frage. Willst du mal Face-Reel machen? Wenn ich auf YouTube 10.000 habe, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mein Gesicht zeige. Bin vor den 100.000 hier. Neue Challenge, Leute. Ich halte die Luft an, bis ich ins Video komme. Perfekt, dann habe ich heute schon genug gemacht. Ein Leben gerettet, reicht mir. Digga, wirklich, hätte ich damals gewusst, dass das... Was das auslöst, Alter. Wie kann es denn sein, dass Leute wirklich dachten, dass ich Basti GAG so... Damals, ich habe das gar nicht gerafft. Ich dachte, das ist voll der lustige Joke, checkt eh jeder. Niemand hat's gerafft, Alter. Wenn euch das Format, dass ich auf meine alten Videos reagiere, gefällt, dann lasst gerne ein Like da oder lasst es mich in den Kommentaren wissen. Kann ich nochmal eine Folge machen, wo ich das mit dem Basti GAG-Thema erkläre. Und da reagiere ich auch auf die Basti GAG-Shorts. Deswegen, ich glaube, ich muss das nächste skippen dann. Hunde oder Katzen? Schmeckt beides gut. Nein, boah, ernsthaft, ich finde Katzen so besser, weil da muss man sich nicht so viel kümmern. Wäre das Video krass angekommen, wäre ich so weggecancelt geworden, Alter, crazy. Ich bin echt faul. Wer bist du? Ich bin Batman. Baloo 1324 sagt, ich bin Center. Nein, du bist Batman. Ich mache das auch beruflich. Ich aber nicht. Ich mag Züge, Bro. Jeder mag Züge. Der Joke kommt so oft, ne? Das ist krass, Alter, wie oft ich den da reingebracht habe. Aber das Video fand ich voll lustig. Ey, das war wirklich das erste Video, wo ich auch lachen musste. Du lebst auf meiner For You. Haha. Danke, danke. Sehr schön hier. Ich zahle auch Miete, versprochen. Kommt jetzt eigentlich das Face-Reveal? Erst wenn ich auf YouTube 10.000 Abonnenten... Das mit dem Face-Reveal war auch so ein krasses Ding, dass ich von Anfang an wollten alle mein Gesicht sehen. Und ich habe immer erklärt, dass ich bei 10.000 Abonnenten auf meinem Main-Kanal ein Face-Reveal mache. Aber die dachten alle, dass ich Tolly Shorts damit meine. Deswegen habe ich so schnell so viele Abonnenten bekommen. Das war richtig crazy. GAG ist safe nicht dein Vater. Stimmt, denn ich bin dein Vater. Ich bin Batman. Und ich bin dein Vater. Kann ich endlich aus dem Keller rauskommen? Was ja, war Bro, das ich habe da noch einen guten Platz. Und zwar auf der For You, da lebe ich auch. Wie geht es dir? Danke, mir geht's gut. Wie geht's euch? Schreibt es in die Kommis. Ja, das waren gerade plötzlich viel zu viel auf einmal. Ich bin dein Vater, Basti GAG. Süde, ja. Ich lebe auf deiner For You. Es hat nur noch gefehlt, dass ich mag Züge kommen. Ich habe den Jump'n'Run zwar noch immer gesprungen selber, aber ich habe ihn nicht gebaut. Lass mich aus dem Keller. Das Plus ist auch schon weg. Hm, vielleicht. Bei 5000 Likes, Leute, lasse ich ihn raus. Wie lange ist dein längstes Haar und wo lebt es? Ist ein Untermieter beim Friseur. Was sind das für Fragen? Bei aller Liebe, wer schreibt sowas rein? Aber es kommt trotzdem ins Video. Das macht sich besser. So, und es ist leider letztens erst gestorben. Was machst du so auf YouTube? Ich ändere einfach Minecraft-Sounds in Paluten-Sounds und damit mache ich Geld. Juhu. Nein, kriege ich nicht. Im Keller mein eigenes Zimmer. Die anderen fangen an zu stinken. Na, wenn du gefollowt hast, vielleicht. Das stimmt aber gar nicht, weil ich habe gesagt, damit mache ich Geld. Ich habe damit damals kein Geld gemacht. Es war tatsächlich richtig lange so, dass mein Kanal entmonetarisiert war. Ich glaube, ich habe mit den Paluten-Videos sicherlich noch nicht mal über 100 Euro eingenommen. Leute, ich bin nicht Basti GAG so.
Leute, ich bin nicht mit Basti GRG verwandt. Warum habe ich da zweimal hintereinander so ein Video gemacht? Alter, das ist krass. Das Brot der Nachbarn klopft an meinem Fenster. Help. Ist es doch einfach, also ganz ehrlich. Easy, weg damit, Schmutz. Welches Sternzeichen bist du? Also keine Ahnung, ich glaube YouTuber. Vor 40k hier. Krass, Alter. Sternbilder haben mich früher immer ziemlich genervt, so wenn Leute mir mit Sternbildern kamen. Weil ich hatte mal eine Frau, Alter, die mich die ganze Zeit mit meinen Sternbildern da genervt hat, Alter. Das hat mich richtig auf die Höhe gebracht, ey. Boah, da war ich sauer. Alter, wer vor 50k hier sein will, der muss einfach mal schnell followen. Die ganze Zeit ist das nicht der Dude, der diese Paluten-Packs gemacht hat? Ja, genau, der bin ich. Servus. Ich mag Garnelen. Warte, warst du nicht der Typ, der von vorhin da war? Also, auf jeden Fall, ich hasse Garnelen. Total ekelhaft. Ich auch. Achtung, kreativer Kommentar. Lass mich aus dem Keller. Bro, wann versteht ihr es endlich? Ihr kommt nie aus dem Keller. Wie kann es sein, dass sich das Leute wirklich so angeschaut haben, Alter? Was sind das für Sachen, Alter? Was sind das für Fragen? Was ist das für ein Fiebertraum? Vielleicht müsste ich wieder solche Videos machen, Alter. Es ist dunkel, ich kann dich nicht hören. Hä? Dann mach doch einfach das Licht an. Da reicht's mir jetzt. Der Jump'n'Run, den habe ich bei The Way nicht mehr gesprungen, sondern mein Mod damals, das weiß ich noch. Ha! Schauen wir zusammen Anime. Also wenn dieses Video über 7000 Likes kriegt, mein Weg. Aber dann müsst ihr halt ein Anime vielleicht vorschlagen. Was hältst du von Entenbrot? Können wir mal ganz kurz zu reden, dass dieses Video einfach 54.000 Likes hat, statt 7000 so. Was ist Entenbrot? Ist es das Brot, was man den Enten gibt? Wenn ja, dann feiere ich. Wie heißt du in echt? Simon, aber meine Freunde nennen mich auch Erik. Was? Da war irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand aus meiner Freundesgruppe hat es wirklich ernst genommen und hat mich dann immer Erik genannt. Weil er dachte wirklich, dass mich meine Freunde Erik nennen. Deswegen wurde ich dann plötzlich Erik genannt. Ich weiß nicht, woher das kam, aber wegen diesem Joke. Du bist der Coolste der Welt für alle. Wow, das ist Copyright-Hilfe. Warum habe ich damals hier Copyright? Schach ist wie Fußball, nur ohne Würfel. Boah, nochmal Copyright, scheiße. Ich frage mich, wer dieses Kommentar geliked hat, ganz ehrlich. Mein Kühlschrank ist kaputt, meine Nudeln kochen einfach nicht. Bro, Stecker einstecken oder sowas? Warte, ich finde es gerade ein bisschen... sus. Hi, folgt Tordi-TV mal auf. Das ist richtig krass unangenehm gerade. Dieses Kommentar hier. Kann man sich vielleicht schon vorstellen, wenn dieses Kommentar eine Sekunde... Dieses Kommentar ist nur eine Sekunde alt. Man sieht den Namen nicht. Wer hat das geschrieben? Folgt Tordi-TV mal auf Twitch. Freunde, das könnt ihr übrigens mal wirklich machen. Hier, Tordi. Das Kommentar habe ich tatsächlich selber damals geschrieben und ich dachte eigentlich, dass es niemandem auffällt. Spoiler, es ist Leuten aufgefallen. Ich habe deine Kekse gegessen. Das hast du nicht gemacht. Die Bestrafung wird kommen. Muss man im Keller Miete bezahlen? Also eigentlich nicht, aber wenn ich drüber nachdenke... Darf ich in den Keller? Das kostet ab jetzt Miete und zwar mindestens 50 Euro pro Monat. Du lebst auf meiner For You. Warte, das Kommentar kenne ich schon irgendwo her. Du lebst auf meiner For You. Haha. Danke, danke. Sehr schön hier. Imagine, man folgt Team Tordi nicht. Ist so Imagine lost. Wie kann dieses Video, in welcher Welt kann dieses Video 100.000 Likes haben? 100.000 Leute haben sich gedacht, dieses Video ist Kunst. Wie können 100.000 Leute denken, dass das Kunst ist? Ich finde das voll unangenehm, wenn ich mir das anschaue. Ey, Tordi, kannst du ein Video von Minecraft, aber alle Sounds sind Paluten machen? Please, ist mega lustig zu spielen. Ja, demnächst wird wahrscheinlich wieder ein Teil kommen. Das ist verrückt. Ich habe damals nämlich das... ganz, ganz lange her, mittlerweile fast 4 Jahre, habe ich einfach so Minecraft genommen. Ich habe dann Sounds von Paluten genommen aus seinen Videos und habe die dann in Minecraft eingefügt. Weißt du, dann hast du ein Schaf geschlagen und dann kam so Minecraft Master und von Paluten. Das war eigentlich ganz lustig. Paluten hat auch darauf reagiert, mehrmals. Ich war sehr dankbar. Danach habe ich ein paar Abonnenten bekommen und ich hatte Motivation, YouTube zu machen. Dann ist mein YouTube-Kanal aber leider wieder ein bisschen ausgestorben. Dann habe ich versucht, Shorts und TikToks zu machen. Hat eigentlich erst nicht funktioniert. Und irgendwann bin ich dann auf diese Jump'n'Run-Dinger gekommen, weil das früher jeder auf TikTok gemacht hat. Das war so der heiße Scheiß. Also. Das haben früher alle auf TikTok gemacht. Dann habe ich das auch gemacht, aber auch auf YouTube Shorts. Und auf YouTube Shorts hat das irgendwie nur Trashiger und ich gemacht und deswegen ging das dann richtig ab. Früher gab es eine riesige Szene. Wie ist der Einsichtiger so? Der hat Millionen Follower gehabt oder sowas. Das war richtig verrückt damals. Ja, wahrscheinlich. Jetzt hörst du dich an wie Laser Luca. Leute, wir fangen nicht nochmal damit an. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich sein Sohn bin. Nein, bitte nicht. Du hörst dich an wie Team ja, Tordi. Das liegt vielleicht daran, dass ich sein Sohn bin. Warte. Ich kaufe den Keller. Das weiß ich noch. Der Typ war der erste Sub bei mir auf meinem YouTube-Kanal und der hat irgendwie für 10 Euro oder sowas sich so ein Zeit. Nein, das geht nicht. Das ist illegal. Hallo, das ist mein Keller. Wer Team Tordi folgt, kriegt eine PS5. Okay, aber ich finanziere das dann aber nicht. Ich bin in deinen Ofen. Bro, was machst du in meinem Ofen? Boah, da haben sich so viele drüber aufgeregt, dass das kein Ofen. Alter, kommen wir, glaube ich, noch dazu. Komm da raus, Bruder. Das wird zu heiß. Das wird zu heiß. Das war krass. Raus da. Das kommen wir gleich dazu, glaube ich. In den Kommentaren hat sich so viele Leute einfach beschwert, dass das kein Ofen ist, sondern eine Mikrowelle. War das nicht eine Mikrowelle anstatt einen Ofen? Nein, das war ein Ofen. Der Mikrowellenofen, wo
kann man den kaufen? Das war ein Ofen. Eine Mikrofonwelle, was? Das war eine Mikrowelle. Nein, das war eine Ofen. Wie er Ofen als Mikrowelle zeichnet? Ich zeichne nichts. Der Moment, als man merkt, dass ein Ofen im echten Leben eine Mikrowelle ist. Ach, Ofen, nein, Mikrowelle, ja. Das ist eine Mikrowelle. Das war eine Mikrowelle, kein Ofen. Das wird so Copyright. Haha. Digga, das war eine Mikrowelle und kein Ofen. Mikrowelle. An das Short kann ich mich noch so gut erinnern. Ich habe früher nämlich, ich habe diese Short geschnitten und ich war richtig drin und ich fand es ultra lustig. Ich hatte so ein bisschen Need-to-Know-Vibe, falls ihr den kennt. Und ich fand das so lustig, dieses Short. Ich lade das hoch und es kommt einfach gar nicht gut an. Ich war voll enttäuscht. Ich war voll traurig, weil das mein erstes Video war, wo ich so, keine Ahnung, kreativ war. Ich habe deinen Ofen gegessen. Siehst du deswegen so aus? Er erinnert mich irgendwie an Gomme HD, seine ganz alten Videos. Nice für dich, aber ich hasse Gomme, weil ich davon einfach gebannt wurde, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich zeig euch einfach mal den Clip. Ey, das war echt schlimm. Ja, ich wurde gebannt, chillig. Ich kann was? Nicht. Ich wurde für 3 Tage auf Gomme gebannt. Was? 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 Warte, was? 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 Das ist eine private Runde, Bro. Das hat mich wirklich genervt. Ich war mit dem Livestream-Spiel so Gomme. Fussel hat so eine private Lobby gemacht mit mir und noch einem anderen Dude, glaube ich. Wir spielen irgendwie zu dritt. Plötzlich werde ich gebannt für 3 Tage. Außer nichts so. Und man hat auch Onstream so gesehen, deswegen habe ich denen das geschickt. So, zu Gomme, habe gesagt, Jungs, ich weiß nicht, warum ich jetzt gebannt wurde. Jungs, schaut euch das bitte an, Alter. Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Ich habe nur ein Bier getrunken. Und dann haben sie mich direkt wieder entbannt. Grüß dich raus, Gomme. Ich mag euch doch. Kann ich aus dem Keller die anderen stinken? Okay. Also, wenn du einen Reisepass hast, ist alles gut. Bist du nicht der Sohn von Team Tordis Vater? Höchstpersönlich. Irgendwer hat in den Keller geschissen. Ja. Mir fällt gerade was auf, was mir noch unangenehmer ist. Dieses Video hat im Hintergrund einen vorgesprungenen Jump'n'Run. Ich habe diesen Jump'n'Run nie gesprungen. Das ist einfach ein Online-Video, das ich benutzt habe im Hintergrund. Na dann, kein Wunder, wenn es so stinkt. Also da seid ihr schon selber schuld. Ich bin deine Schwester. Spaß, wäre voll absurd. Du bist tatsächlich das ist wirklich meine Schwester gewesen. Also, erwähne den Discord. Das war wirklich meine Schwester, hä? Ah ja, das war mal auf TikTok. Ja, okay, wenn ich in den Discord komme, kommt in den Keller. Das ist tatsächlich eine gute Promotion für mein Discord gewesen, muss ich sagen. Hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Ich würde jetzt in den Discord kommen. Meine Katze, miau, hat mein Bein abgebissen. Soll ich zum Krankenhaus? Was? Nee, Bro, hol dir einfach einen guten Ofen und dann ist alles gut. Du hast doch auf YouTube 10.000 Abos und zeig mal dein Face. Ich habe nämlich mal sowas gesagt. Willst du mal Face Reel machen? Wenn ich auf YouTube 10.000 habe, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mein Gesicht zeige. Ich habe damit aber meinen Hauptkanal gemeint, deswegen schaut alle mal dort vorbei. Dann werde ich mich auch ab 10.000 zeigen. Komm ich aus dem Keller, hab schon Link kopiert. Ich persönlich glaube, das bringt gar nichts. Kopiert mal alle den Link, dann sehen wir es ja. Meine... 2 Sachen in diesem Video, die so krass sind. Erstens, das hätte ich damit mal meinen Hauptkanal gemeint. Ich wollte mich einfach nicht zeigen. Es hat mich voll überfordert, dass ich innerhalb von ein paar Tagen 10.000 Abonnenten hatte. Ich hatte wirklich an einem Tag irgendwie 3.000, 4.000 Abonnenten bekommen. Und das dann mehrere Tage hintereinander. Ich war so überfordert. Ich wollte mein Gesicht nicht zeigen. Ich durfte das auch gar nicht wegen meiner Mutter zeigen. Und dann sage ich so, damit war mein anderer Kanal gemeint. Oh nein. Das war schon Punkt A, Alter. Wo ich halt voll Panik damals hatte. Und dann kommt Punkt 2. Wie mein Mod damals in die Kommentare schreibt. Hier, hab schon Link kopiert vor 5 Sekunden. Glaubt ihr, dieser Kommentar war legit? Leute, bitte hört auf damit. Keine Keller-Jokes mehr. Die sind so unlustig geworden, weil die ganzen Kommentare alles nur noch voller Keller-Kommentare sind. Wer jetzt noch einen Keller-Joke bringen will, der muss erstmal dieses Video liken und den Link kopieren. Davor passiert... auch voll mit dem Pfeilen verpfählt, so. Dir nichts. Macht lieber solche Kommentare. Ich habe eine Katze eingepflanzt und die betreibt jetzt Photosynthese. Wow. Äußerst kreativ. Keine Keller-Jokes. Was ist das bitte für ein Kommentar gewesen? Der Kommentar war wirklich gut, Alter. Warum habe ich sowas nicht öfters bekommen? Voll cool. Ich bin auf deinem Dachboden. Bro, komm da runter, bitte. Ich habe dein Auto geklaut. Ich habe noch kein Auto, also herzlichen Glückwunsch, was du da geklaut hast, ist nicht meins. Ist Gift giftiger, wenn es abgelaufen ist? Also, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Also, laut der Weltgesundheitsorganisation ist Abo-Nummer ein anderes. Ja, okay, Schmutz. Bist du Revi? Hä, ja, natürlich. Ich bin sein Sohn. Wie wär's mit Schrank-Jokes? Ach nee, komm, eins. Also, endlustig, actually, dass da Fussel da kam plötzlich, weil das damals haben die Leute das so gefeiert, dass da Fussel kam. Und das haben wir noch ab und zu mal gemacht. Das Video an sich war auch eigentlich gar nicht so, so schlecht. Hier, seht ihr diesen blauen Punkt? Das ist einfach beim Screenshot, habe ich einfach gefailt. Dinge, die ich sowas von hasse. Oh, ich möchte ganz gezielt... Das ist jetzt die Frage. Hasse ich diese Dinge noch immer oder habe ich das mittlerweile auch mal anders? Mit Essen gehen, gehe nochmal kurz Hände waschen und dann spüre ich irgendwie was an meinem Arm und denke mir, was soll das jetzt? Und dann rutscht einfach der Ärmel mitten in den Strahl und meine ganze Hand ist ab oder so. Was? Was? Also Jungs, das passiert mir tatsächlich nicht.
ich weiß nicht. Ich habe da vielleicht ein bisschen übertrieben damals, aber ich check, was er meint. So ähnlich zumindest, das hasse ich total. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn ich einfach meinen Namen auf irgendein wichtiges Dokument schreiben muss. Deutsch gediegen, Mathematik geilo Milo, Englisch what the fuck, Sport in your face, Geschichte abgeranzt, Musik Oberfail, Kunst übelst Weltraum, okay. Bemerkungsstandteil war immer voll Fame, keine Anzeichen von Eckenkind. Was ist Eckenkind? Hatte immer Swag, aber auch oft Gehirnfasching am Start. Mitarbeit Babo Assi-Zwerg. Was zum Fisch? Deine Mutter ist erziehungsberechtigt. Das ist deine Mutter, ist crazy. Was? Das wusste ich gar nicht, dass ich da was eingeblendet habe. Voll cool. Moment schreiben muss. Und dann steht da so Name. Und ich so, ah, Name, okay, Tordi. Und dahinter steht dann einfach Vorname. Boah, das ist bei offiziellen Dokumenten echt schlimm. Dass man dann da immer seinen Vornamen Simon, ich heiße Simon. Und dann halt den Nachnamen, den sage ich jetzt mal nicht. Aber dann kommt dann darunter der Vorname. Ich denke mir, was soll das, Alter? Macht doch entweder beides in eine Line oder gar nicht, Alter. Meine Güte. Und dann muss ich das alles wie der letzte Depp durchstreichen. Ja, aber ja, das Schlimmste ist, wenn man kurz vor den 10.000 Abonnenten steht und niemand einen abonnieren will. Also schaut gerne bei meinem Kanal vorbei. Heiße Tordi, danke. Das mit den Abonnieren habe ich aber wirklich krass gebaitet. Warum mache ich das heute nicht mehr? Ja, es ist soweit. Ich habe 10.000 Abonnenten bekommen und ich habe früher mal sowas gesagt. Kommt jetzt eigentlich das Face-Reveal? Erst wenn ich auf YouTube 10.000 Abonnenten habe. Und jetzt ist es wirklich soweit. Ich muss mein Gesicht zeigen. Um YouTube vorbeizuschauen, erster Link in den Kommentaren angepinnt. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal den Link kopieren würdet und das Video liken würdet. Und natürlich auch followen. Wichtig und richtig. Ja. Yeah. Und jetzt seht ihr mich. Es kommt so ganz kurz. Ich muss jetzt genau den Frame treffen. Bam, ich habe den Frame getroffen. Das bin ich mit 14 Jahren oder sowas. Und ich weiß selber nicht, wieso ich damals dieses Bild gemacht habe und wieso ich dachte, dass das ein gutes Bild ist. Weil A, ich trage meine Kopfhörer komplett falsch damals. Ich weiß nicht, wieso. B, ich habe einen Mittelscheitel. Ich habe einen Mittelscheitel, Alter. Ich bin eigentlich die letzte Person, die für einen Mittelscheitel gedacht ist, Freunde. Und man sieht es. Freunde, das war mein Weg von den 0 Abonnenten bis zu den 10.000. Zumindest bei meinem Tordi-Kanal. Bei dem Kanal war ich, glaube ich, da schon bei 70 oder 80.000. Jetzt gibt es aber noch ein Video, das ich damals gelöscht habe, weil das vielleicht nicht ganz Platz gefunden hat in meinem Content. So, Freunde, wir befinden uns auf TikTok, denn da habe ich das Video noch nicht gelöscht. Aber ich glaube, das hat auch noch keiner gesehen. Leute, ich habe ein Projekt geplant und ihr könnt dabei sein. Like jetzt das Video. Es konnte niemand dabei sein, aber gut. Nur damit ich 10 Blöcke weit laufen muss. Das heißt, wenn ich 100 Likes kriege, werde ich 1000 Blöcke laufen. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Also, falls ihr mich leiden sehen wollt, teilt dieses Video, liken, kommentieren und schaut auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wo ich das alles live streamen werde. Ja. Man sieht sich. Hasta la vista. Das ist krass, Alter. Das ist verrückt. Ich habe damals wirklich dann auf YouTube immer gestreamt und dann habe ich halt gesagt, Jungs, ein Like, 10 Meter, also 10 Blöcke. Es haben, glaube ich, damals 3000 Leute. Ich habe 30.000 Blöcke. Es geht eine halbe Stunde. Das hat eigentlich gar nichts gebracht und irgendwie ist auch kaum einer auf YouTube-Kanal gegangen. So, Freunde, das soll es aber auch mit der ersten Reaction nach einem Jahr mal wieder gewesen sein. Falls ihr aber wollt, dass ich im Nachhinein nochmal eine Reaction mache auf meine Shorts, wo es um Basti ging und das ganze Thema drumherum, dann lasst gerne ein Like da, weil darüber würde ich mich freuen. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr damals schon bei meinen Videos schon dabei gewesen wart. Sonst würde ich nur noch sagen, zack, ich habe eure Nase.